Nummer 18. Naja, bei uns war das Problem, dass wir, also die Eltern, es gewohnt waren, morgens zum Frühstück den Fernseher einzuschalten, beim Essen fernzusehen und so weiter. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Als Thorsten kam, wollten wir den Fernseher erst verkaufen. Dann haben wir ihn aber doch behalten und nur noch ganz wenig ferngesehen. Meistens nur, wenn er schlief. Man sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Thorsten ist jetzt 4 Jahre alt. Bis jetzt interessiert ihn Fernsehen nicht besonders. Nummer 19. Ich finde, in den ersten Jahren sollte ein Kind überhaupt nicht fernsehen und ab 3 Jahren, wenn es sich wirklich nicht vermeiden lässt, höchstens 20 Minuten pro Tag. Später, wenn das Kind in die Schule geht, vielleicht 1 Stunde. Und wenn sie größer sind, ist es natürlich wieder anders. Wichtig finde ich, die Fernbedienung wegzulegen. Nummer 20. Früher gab es bei uns oft Streit, weil unsere Kleinen immer Fernsehen wollten und wir das nicht gut fanden. Wir haben sogar daran gedacht, den Fernseher zu verkaufen, aber das hätte das Problem nicht gelöst. Jetzt schauen wir immer gemeinsam mit den Kindern fern. Nachmittags 1 Stunde, manchmal auch länger. Dann kann man auch besprechen, was man gesehen hat. Ich finde es sehr wichtig, dass man die Kinder mit den Medien nicht alleine lässt. Ende von Teil 4.